Ja. Ihr seid das beste alte Ehepaar aller Zeiten. Kann er nicht alles haben. Jetzt hat er Quarkbeine gesagt. Na toll! Endlich Montag. Nee, come on, das andere Ding da. Und wir fangen auch gleich schon an. Und zwar eine Frage von Gary Crunkhead, der fragt, wenn jetzt hier sofort eine Zombie-Apokalypse ausbrechen würde, welche zwei Personen würdet ihr, egal jetzt ob ein Filmstar oder aus dem Bekanntenkreis, würdet ihr in euer Team bzw. an eurer Seite haben wollen? Also einen Filmstar würde ich schon mal gar nicht nehmen, weil die kenne ich nicht persönlich und weiß gar nicht, was die so drauf haben. Was die wirklich können, ja. Ja. Richtig. Nimmst du mich mit, dann nehme ich dich mit, Maxi. Nee. Okay, cool. Also ich würde auf jeden Dein Mütze ist schief übrigens. Ja, das trägt man doch so. Ach so, bist du der Ü-Ei-Einkaufsberater? Hallo. Und genau deswegen nehme ich dich nicht mit. So. Ja, leck mich, ey. Ich würde meinen besten Freund mitnehmen, weil der sehr Kampfsport erfahren ist und auch Survival-mäßig sich ein bisschen zumindest informiert. Ich weiß gar nicht, wie sehr er sich da wirklich auskennt, aber der schläft auch mal öfters draußen und weiß bestimmt, wie man ein Feuer macht. Mit dem ist man sicher. Maxi? Ja? Überleben Land bei der Bundeswehr, Lehrgangsbester. Du hast Kinder und eine Frau, das heißt, die Familie muss noch mal, auch noch, kommt auch noch mit dazu. Ja, klar. Ja, nee. Die essen aber auch ganz wenig nur. Ja, klar, genau. Ein guter Jäger. Ein guter Bogenschütze. Das könnte ich bei Gelegenheit mal zeigen. Später. Ja, und sonst zur Unterhaltung meine beste Freundin. Ja. Die kennst du ja auch. Na, Logo kenne ich die. Die werde ich nie wieder vergessen. Ja, toll. Da steht jetzt, ich weiß, jetzt schon wieder ein Top-Kommentar. Ah, Nino und die beste Freundin von der Maxi, da geht doch was. Nee, kein Jawohl! Jawohl! So, wie nimmst du denn jetzt mit? Schön. Weiß ich gar nicht. Also es müssten ja Leute sein, die irgendwie dann mich da auch verteidigen können, weil ich kann mich ja nicht verteidigen. Bin jetzt eine totale Weichwurst, also ich könnte halt irgendwie einem Zombie so Sand in die Augen werfen oder halt in die Nüsse treten. Okay, und dann am zweiten würdest du erst mal reden. Hey, komm, jetzt kriegst du jetzt komm, pass mal auf, Digga, was ist denn los mit dir? Mach mal uns mal locker hier. Ich hab auch Bock auf Gehirn, aber ich krieg keins. Also was ist denn los, Alter? Ja. Nee, weiß nicht, ein Fabian vielleicht? Kenn ich viele Leute, die irgendwie stark sind und auch vielleicht eine Knarre bedienen können. Ich kann's nicht. Zeig's aber auf den Telefonhörer, finde ich gut. Hier, eine Knarre, ja, müssen wir hier. Wie kommt's eigentlich, dass wenn man so eine Pistole mimt, auch Kinder, dass man immer so macht? Das machen nur Kinder und du, ja. Ach so, ja. Ich hab immer so gemacht. Ich hab auch immer so gemacht. Ich meine, das ist ja schon, der Hahn geht da ja auch, so. Also, weil du Revolver machst. Ja. Ich mach mal so. Also jemand wie dich, also so ein Kampfschwein. Hast du gehört, wie dich, also dich. Naja, der Fabian ist mir auch hard to get, das muss man auch mal sagen. Also so, ich habe auch so dünne, käsige Beine, da ist ja dann auch nichts dran. Quarkbeine. Lecker Bissen für Zombies. Das bringt mich dann aber zu meiner zweiten Wunschperson, das müsste dann jemand sein, der irgendwie Kochskills hat. Und unheimlich dick ist. Und unheimlich dick ist. Ja. Also jemand, der dann, wenn es dann irgendwie eng hinne wird und man sitzt dann irgendwie acht eng Wochen hinne rum, im... Verstehe. Im eng hinne. Also, ja. Es wird eng hinne. Ja. Dann, wenn du Schumi heute nicht gewinnt, dann wird es eng hin. Kennst du das gar nicht? Nee. Ist ja wurscht. Der dann halt irgendwie so noch was zu essen zaubern kann. Also einer, der mich verteidigt und einer, der kocht. Kennst du jemanden, der kocht? Ich kenne ehrlich gesagt... André. Ja. Ja. Ja, der kocht, aber der hat bestimmt keinen Bock drauf. Ja. Ein Kerl bei der Zombie-Apokalypse. Eher einer, der sich mit Kräutern, das ist, glaube ich, das Wichtigste, mit Kräutern auskennt. Denn wie man bei The Hunger Games gelernt hat, richtig. Da kann man dann auch die falschen Bärchen mal pflücken und stirbt ganz schnell. Ich habe den ja immer noch nicht gesehen, aber ich habe mich ja neulich mit euch beiden unterhalten, dass man sich den doch mal anschauen kann. Ja. Ich habe nur die Bücher gelesen, ich weiß nicht, ob man sich den anschauen kann. Ne? Ja, kann man. Ja? Also ich habe beides, Muss Bücher ich und Film. Muss ich mal machen. Ja. Ist aber nicht, der ist nicht so hart, wie man denken würde bei so einem, geil, 24 gehen rein, einer kommt raus, zwei kommen raus. Also das Buch ist härter als der Film auch. Ja. Definitiv. Ich will auch noch sagen, also ich will auf jeden Fall diesen Bear Grylls mitnehmen. Das ist dieser... Hä? Und Meh. Wer ist Meh? Na, ich, Ach so, mich. Meh. Ah ja, gut. Und Nino. Ja, da? Der nimmt mich, nehme ich. Ihr verkauft mich hier für blöd. Wer ist Bear Grylls? Wie wär's Bear Grylls? Das ist so einer, der macht so Überlebenssendungen. Den kennst du doch. Der isst immer alles auf und... Der macht auch so apokalyptische Geschichten. Und was ist, wenn es ein totales Arschloch ist? Der bringt einen halt als erstes um und isst dann die Eingeweide. Okay, Bear Grylls. Dangerous Hans. Dangerous Hans.
Ich bin Dangerous. Haben wir das schon mal erzählt, die Geschichte? Ich finde die ja toll. Ja, erzähl mal. Ich weiß nicht, ob wir sie schon mal erzählt haben. Vielleicht langweilen wir die Leute damit. Du hast das Video nie gesehen, nee. Das müssen wir mal raussuchen. Das war so ein Spiel, das nannte sich Dangerous Hunts, also Jagden, H-U-N-T-S. Und das haben wir im Testcheck bei der GamePro vorgestellt und dann kam der Fabian und ich auf die Idee, wir machen aus dem Dangerous Hunts den Dangerous Hunts. Und den hat der Fabian gespielt. Und da war es irgendwie so, heute geht es um Dangerous Hunts. Da kam Fabian so, ich bin Dangerous Hunts. Hat man mir noch so auf die Brust geschrieben. So, nee, oder auf dem Helm stand es, oder auf der Brust, auf der Brust stand es. Wir konnten was besser lesen. Genau, und aus dem Helm, wir hatten so einen Armeehelm mit so zwei weißen Strichlein. Ja. Da haben wir noch so einen Querstrich, damit das ein Haar dann auch noch ist. Es war so geil, turbogeil, mit dem weißen Bart, völlig bescheuert und dieser Sonnenbrille. Ja, damit man mich nicht gleich erkannt hat. Und David hat dann diesen entnervten Regisseur gespielt. Das heißt Hans, nicht Hans. War das Redaktionsfolge oder was? Nee, das war dann fürs Testcheck. Ach so, für Special. Testcheck mit Kai. Ja, Grüße, Kai. Oh, Grüße. Grüße. Ja. So. Gut, so Major Lone Wolf fragt, boah, mir ist eine geile Frage eingefallen. Haha, jetzt bin ich gespannt. Nino, wenn du ein eigenes Land besitzen würdest, da geht das schon los, welchen geile Final Fantasy Soundtrack würdest du als Nationalhymne nehmen? Was einfach impliziert? Nur mal, weil ich es interessant finde. Einfach impliziert. Boah, das ist aber eine tolle Frage. Deswegen habe ich die auch ausgesucht. Das ist echt eine tolle Frage. Finde ich auch gut. Grüße und Applaus. Als Nationalhymne. Boah. Ja, da musst du. Und überhaupt musst du euch mal überlegen. Mein bester Freund, die Kackwurst. Was? Jede Zelle meines Körpers. Ah, la, 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 na, warte, wie geht's? Ah, jetzt weiß ich es nicht mehr, wie es geht. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Ja, das nehmen wir nicht. Wieso? Dann sind alle glücklich. Ja. Ja. Ich glaube, so als Hymne käme am ehesten das Thema von Terra aus Final Fantasy VI in Frage. Das wäre toll. Das könnte ich mir so als Hymne vorstellen, weil das hat halt sowas episch. Du musst halt stolz auf dein Land sein, das musst du so ein bisschen verkörpern. Ja, das wäre toll, glaube ich. Kann man auch vielleicht was dazu singen. Das Nino-Land. Jeden Tag ein Bier, und for free, Schnitzel. Und Schnitzel, und Actionfiguren, steuerbefreit. Ja, oh ja, genau, das glaube ich. We will rock you. Das wäre doch mal eine Nationalhymne. Das wäre deine? Ja. Was, hättest du eine für dein Land? Fabian. Ja, ich weiß nicht, warum mir jetzt Life is Life einfällt, weil das ach, du lieber Gott, wird immer schlimmer, Lied des Universums, glaube ich, ist. Stell dir vor, das wäre eine Nationalhymne. Nee, weiß ich nicht. Was würdet ihr denn machen? Was würdest du denn machen, Maxi? Na, irgendwas von Hans Zimmer. Ja. Ich finde den jetzt hier das Superman, Man of Steel-Thema so geil. So geil. The Hands Cans. Irgendwas, Dings muss sein. Nee, das Inception-Ding, den Inception-Soundtrack. Hammer. Hammer. Bitte alle aufstehen für die Inception. Ja. Nein, aber dieses Time, ja. Dieses Time von Inception. Ja, das ist auch Inception. Das Gute ist, da kann jeder pupsen und keinem fällt's auf. Ja. Partypuper. Weil Pupsen gut. Gehört in meinem Land zum guten Ton. Ah, sehr schön. Mhm. Da ziehe ich hin. Mhm. Mini Fuzzi oder Fuzzy F9T sagt, Kawabanga, jetzt wo auch Maxi wach ist, wollte mal wissen, ob ihr für die Gamescom was geplant habt. 5 Euro. 10, 15. Ja, wir zwei sind ja auf der Gamescom-Bühne. Vier Tage lang nackt. Geil. Reiben uns mit Erdnussbutter ein und erzählen die besten Witze der Welt. Bla 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 bla. Ja, vier Tage lang. Also wir werden so eine Let's Play-Bühne haben, auf der wir von IDG, quasi auch GameStar GamePro, wo wir dann Let's Player begrüßen werden. Also genau. Pete Smith wird dabei sein mit seiner Truppe und Gronkh und Sarazar werden dabei sein und High Five wird dabei sein und alles Mögliche wird da gemacht. Wahrscheinlich auch so GameStar GamePro-Fragestunden und die Maxi und ich werden da so ein bisschen durchs Programm leiten. Saufen. Wicked. Das wird, wissen wir schon, wird wahrscheinlich hart. Ich weiß gar nicht mehr, wissen wir schon, welche Halle? Halle 10 oder irgendwie sowas? Ich hab's nicht mehr im Kopf. Halleluja. Halleluja, ja. Nee, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das muss man aber nur mal kurz googeln und dann kommt es. Es steht wahrscheinlich in unserem Newsletter, der von der Wolf verschickt wurde, auch drin. Ja, das ist steht richtig. Wahrscheinlich auch in der Videobeschreibung drin. Ach ja, da steht's ja. Ja. Scheiße, jetzt muss einer von uns das rein tun. Ja. Das ist einer Mann! Ja, es tut mir leid. Ich habe das ja vor 2 oder 3 Jahren mal gemacht, auch das Bühnenprogramm für die GameStar. Hatte am zweiten oder dritten Tag schon keine Stimme mehr. Ist die Hölle, ja. Da war auch wieder Blizzard direkt nebenan.
ständig mit ihrem dusseligen Mogwai-Song. Nee, wie heißen die Wasserviecher da? Von World of Warcraft, meinst du? Die Shigi. Nein. Nur weil du heute deine Pokémon-Fängermütze auf hast. Die sind aber Murloc. Murloc. Shiki 2000 fragt. Nein, jetzt wirklich. Jetzt Shiki. Ach so, aber fast. Wie steht ihr zu intoleranten Menschen, die meinen, eure Hobbys schlecht reden zu müssen? Auf die Frage habe ich geantwortet, auch unter mir direkt. Und habe geschrieben, ich finde intolerante Menschen generell doof. Und lass mich da auch, wenn es gar nicht anders geht, auch nicht auf Diskussionen ein. Ich finde intolerante Menschen dumm. Ich finde intolerant. Ich hasse Intoleranz. Ja, das grundsätzlich schon. Also ich bin halt der Meinung, damit ich das vielleicht noch zu Ende führen darf, solange man niemanden schadet, solange man niemanden beleidigt, niemanden wehtut oder sonst irgendwas, jemandem Schaden zukommen lässt, sollte man, finde ich, in der Lage sein, alles tolerieren zu können. Richtig. Solange niemand zu Schaden kommt. Ja, aber konsequent durchgesetzt kann das natürlich auch gut nach hinten losgehen. Also ich habe zum Beispiel überhaupt keine Toleranz gegenüber Nazis. Ja, sage ich ja, da kommen ja Leute zu Schaden. Ja, aber wenn die können auch einfach nur da sitzen und sagen, ich finde Ausländer blöd und dafür habe ich auch keine Toleranz, weil es einfach dumm ist. Ja, aber das ist ja dann auch schon wieder Propaganda. Übertragbar kommen da aber eigentlich auch Leute zu Schaden, wenn da irgendwelche nicht wissenden Kids diesen Dingen folgen. Ja. Also Nazis sind ja sowieso, die sollen jetzt, das ist sowieso generell, geht ja gar nicht. That escalated quickly to Nazi-Discussion. Ja, also. Ja, gut, so ist es halt mit dem Internet. Aber es gibt schon Sachen und Leute, die ich nicht toleriere. Also ich bin da nicht so einer, dass ich toleriere alles, weil das irgendwie, nee. Bei mir kommt es auf die Tagesform drauf an. Aber wen tolerierst du denn nicht, der... Also sagen wir mal, ich hab ja auch schon mal gesagt, ich bin ja auch, würde mich ja auch als streitbar bezeichnen. Also ich sag dann nicht, ich bin nicht der Erste in einer Diskussion und im Streit, der sagt, ja, ist okay, vergessen wir's. Das stimmt, ja. Ja, das stimmt leider. Das stimmt, ja. Ja. Was nicht heißt, dass wir uns streiten, aber... Ja, wir haben irgendwie vorgestern eine lange WhatsApp-Diskussion geführt und du hast irgendwann nur okay geschrieben. Oder was dir nicht ist, dass ich so, okay. Vergiss es einfach. Ja. Muss ich direkt da wieder was hinterher schreiben. Aber was meinst du denn jetzt genau? Ja, das mit der Toleranz. Wie siehst denn du das, Maxi? Also, wenn mich Leute nerven bzw. intolerant gegenüber irgendwelchen Sachen sind, kommt es auf meine Tagesform an, wie ich darauf reagiere. Manchmal habe ich überhaupt keine Lust und keine Zeit dafür. Und manchmal bin ich da echt energisch und möchte jetzt diesen Menschen bekehren. Ja, das ist mein Problem. Ja, okay, aber das bei mir. Das heißt ja nicht, dass man dann seine Meinung nicht trotzdem tolerieren kann. Also wenn jetzt zu mir zum Beispiel einer sagt, ey, das ist auch so ein Paradebeispiel, steht auch auf den Kommentaren, ey, Anime sind doch scheiße und das ist doch was für kleine Kinder. Da bin ich auch erstmal der an einem guten Tag sagt, nö, das stimmt doch gar nicht, weil pass mal auf, es gibt auch und das und das Genre und es gibt auch wirklich tolle Geschichten für Erwachsene und das sind auch alles teure Produktionen. So, und wenn er dann sagt, nee, ich find's trotzdem scheiße, denke ich mir ja, halt, gut, dann ja okay, dann findest du halt scheiße, ich toleriere das, ist für mich in Ordnung, du tust mir ja nichts Böses mit der Aussage, dass du Animes scheiße findest, ist dann okay. Aber klar, ich bin schon auch jemand, der erstmal versucht da das... irgendwie normal zu, oder halt seinen Standpunkt zu vertreten und den dann zu überstimmen. Genau. Aber ja. Ja, 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 ja. Warrior Cat mit einer Zahl sagt, was haltet ihr von anderen YouTubern? Was sind so eure Favoriten? Können auch amerikanische sein. Mumu Bär wurde jetzt komischerweise geht's wieder los. Komischerweise ganz oft in die Kommentare geschrieben. Ich weiß auch nicht, wie es dazu kam. Warum? Ja, warum? Wie kommt's? Frag mal Vergangenheits-Nino. Vergangenheits-Nino? Ja. Und wie ist es, wenn man jetzt Mumu-Bär in die Google-Suche gibt? Dann kommen wir ganz vorne. Da kommen wir ganz vorne. Nee. Speziell, oder? Nee, nicht mehr. Okay. Gott sei Dank. Und jetzt wahrscheinlich schon, weil... Ja, aber das hat ja nichts mit dir, also als Maxi-Mädchen zu tun, sondern weil du halt, das war dieses Bild mit dem Teddybär eben. Es war dann die Fusion aus High Five... in Person von Maxi und dem Ted. Ja, aber das hätte ja vorausgesetzt, dass ich auf dem Posting geschrieben hätte, das ist Ted, mein Bär. Aber damals weiß ich noch, das habe ich nur geschrieben, das ist Ted. Okay, dann hat es nichts mit dem Ted zu tun. Dann ist halt... I don't know. Yeah. Ich habe nichts mit Mumu Bär zu tun. Ne? Was dann kommen wir auf die Frage. Also was sind so unsere YouTuber, Lieblings-YouTuber? Es können auch amerikanische sein. Also ich finde ja Le Floyd super. Und den haben wir ja auch.
da. Die Woche noch? Die Woche noch. Am Donnerstag. Donnerstag. Al-Blali finde ich super. Ich finde das eben, was die beiden machen, das ist, glaube ich, gemeinhin so, so das, was YouTube eben auszeichnet. Also dieses irgendwie stellen sich vor die Kamera, machen das unheimlich schnell und witzig und sind einfach sie selbst und so. Ich muss sagen, ich beneide das ein bisschen. Ich finde das sehr gut. Sehr gut. Weißt du, wenn ich überhaupt nicht leiden kann von YouTube? Sag es. Den Hein von Giga. Das ist ein Alter. Das ist ein Vollidiot. Ja, ein unerträglicher Typ. Nein! Wir haben schon so oft festgestellt, dass Ironie im Internet Ironie nicht funktioniert, nicht. Und ich wollte gerade sagen, man muss noch Alimente zahlen. Spaß, aber ja. Spaß, David. Ah, Grüße. Ich wollte mich ausziehen, ja. Nein. Nee. Ja. David finden wir super. Visors, glaube ich, sage ich auch immer, dass ich den super finde, weil die Frage war ja, es können auch amerikanisch sein und das ist ein Amerikaner. Der ist Spitzenklasse, der Typ. Ich habe, also wer den nicht kennt, kann natürlich gerade nachschauen, aber der erklärt eben so anschaulich so Physikgeschichten und da lernt man noch was, aber es ist trotzdem sau unterhaltsam. Ja. Wer heißt denn Michael Stevens? Das kann sein. Ist das richtig? Ja. Ich glaube. Es gibt aber mittlerweile jetzt auch schon Unterkanäle mit wieder anderen Leuten und so. Ja, die machen super Typ. Aber das ist wirklich alles, das ist alles sehr gut. Ich muss meine Meinung gegenüber FPS Russia, glaube ich, auch so ein bisschen anpassen. Da habe ich immer gesagt, den gucke ich gerne. Ich gucke das auch eigentlich immer noch ganz gerne. Aber der Typ ist mir eigentlich nicht sehr sympathisch. Eigentlich gar nicht mittlerweile, muss ich sagen. Also der hat auch so sehr schnell so diese Schiene gefahren. Auch alle Leute, die irgendwie ihm in den Kommentaren blöd kommen, gleich anzublaffen, so richtig hart. Mhm. Und das finde ich immer so ein bisschen komisch. Und ja, und das hat ihn mir so ein bisschen unsympathisch gemacht mit der Zeit. Jetzt musst du mir mal ganz kurz helfen, Fabian. Das ist aber nicht der gleiche, der irgendwie sagte, wenn die Waffengesetze verschärft werden, nee, dann bringe ich einen um. Fange ich an, Leute umzubringen. Nee, das ist wieder wer anders. Ja. Nee, FPS Russia ist ja der in diesem riesigen 4,5 Millionen Abonnenten. Explosionen. Genau, und stellt immer irgendwelche Waffen vor. Also er tut so, als sei er ein Russe, ist aber ein Amerikaner. Ach ja, richtig, der Typ ist das, genau. Genau. Und wer war denn diese andere Spinne dann? Das war, wie heißt denn, von irgendwas Tactical Defense oder so. Den kannte man eigentlich auch nicht. Der ist dadurch ein bisschen größer geworden. Dass er eben, als es jetzt neulich um die Waffengesetze in Amerika ging, wir sprachen darüber in unserem Sachmaß. Ja, über, da haben wir das alles aufgedröselt. Da haben wir den mal kurz angesprochen und der sagte dann eben, Servus, hallo. Wir machen hier gerade einen Film, deshalb können wir gerade nicht, ja, doch, das geht schon. Kommen Sie mal das kurz geht schon. Oh, jetzt geil. Hier, yeah. Wir kriegen jetzt nämlich hier Mangos geschenkt. Spitzenklasse. Juhu. Spitzenklasse. Vielen Dank, Herr. Unser bester Mann. Vielen Dank. Nico, vielen Dank. Mhm. Spitzenklasse. Mm. So gut geht's uns hier. Ja, ich krieg schon Wasser im Mund. Kriegt man frisches Obst. Ja. Toll. Jeder kriegt was. Ja, toll. Danke. So. Ich arbeite gerne bei IDG. Tsching auf dem Bankkonto. Na klar. Ja. War der Satz schon zu Ende eigentlich? FWS Russia, ja. Genau, ja. Und der hatte dann eben gesagt, wenn hier die Waffengesetze verschärft werden, dann fange ich an, Leute umzubringen. Ohne zu merken, was er sich damit selbst für ein Eigentor schießt. Krasser Typ. Ja. So. Okay, warten wir, brechen wir kurz ab. Wir sind gerade am Drehen, Chef, deswegen. Bitte? Ja, einer fehlt. Einer fehlt, der Marco ist schon gegangen. Der Marco, aber Sie können es gerne da hinlegen auf den Schreibtisch. Wir bringen es ihm nachher mit. Spitzenklasse, vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Ciao. Bis später, ciao, ciao. Ja, das ist live, das ist menschlich, das kommt vor und das macht ja die ganze Sache so charmant. Komfort, passt so da auf euch auf. So, das haben wir beantwortet, oder? Habt ihr schon gesagt, wer eure Favoriten? Nee, ihr habt doch noch gar nichts. Ach so, nee, stimmt, wir haben gar nichts gesagt. Was war denn die Frage eigentlich? Mensch! Welche YouTuber wir toll finden? Ach so, ja, natürlich. Ja, hat doch der Fabian alles schon gesagt. Der Flo ist super, also Le Floyd, Spitzentyp, der kommt ja auch diese Woche noch. Nein, doch. Echt? Ja, geil. Übrigens zu einem sehr, ich habe es gestern schon mal endlich Montag gesagt, einem sehr ernsthaften Thema. Also er wird nicht rumgeblödelt, sondern es geht ums Thema Cybermobbing. Cyberbullying haben wir ja jetzt gelernt, dass das der Fachbegriff dafür ist, aber kennt eigentlich jeder unter Cybermobbing genau eher. Aber ein ernstes Thema ist auch ein gutes Stichwort, auch wenn wir jetzt keinen expliziten Kommentar dazu haben, können wir das vielleicht noch kurz einwerfen. Jetzt weil wartet doch noch, wir sind doch noch gar nicht fertig. Aber das Stichwort geht doch kaputt. Ja, aber dann müssen wir Stichwort eh wieder zurück. On hold. Ja, ich on hold. Erinnere dich gleich nochmal dran. Also Stichwort war es jetzt Batarang, Mango.
Ja, wenn die Mango hier einen YouTube-Kanal hätte, dann würde ich die auch tauschen. Ach, ihr Lieblings-YouTuber. Ja. Ja. Jetzt habe ich Stichwort echt vergessen. Ja. Ernsthaftes Video. Ja. So. Also ich habe jetzt YouTube. Jetzt sag du halt endlich mal, wer deine... Ja, ich würde auch gern. Verdammt noch mal. Ich ziehe so lange noch mal raus. Nein, dann okay. Ist die Mango. Gut. Fabi. Ja, dann hört doch halt auch mal zu. Ja, dann, ja. Mann, jetzt... Mann! Also... Jenna Marbles finde ich ganz, ganz toll. Die hat aber auch schon irgendwie 9 Millionen. Du hörst mir nicht zu, gell? Ja, ich weiß. Ich habe gerade. Ja. Ich bin da. Finde ich super, Fabian. Ich bin da für dich. Ja, oh, danke schön. Okay, jetzt würde ich dich vielleicht doch auf die Insel mitnehmen. Ja, da geht doch was. Es ging nicht darum, wen wir auf die Insel mitnehmen, sondern. Halt mal das Maul kurz bitte. Weil du die Maxi erzählt gerade was. Ich will hier weg. Mann, Jenna Marbles. Ja. Hey, jetzt hör auf, da gucken Kinder zu. Ja, stimmt, sorry. Was? Das macht man nicht. Jenna Marbles ist super und Anna Erkenner, die ist die Freundin von Ray William Johnson. Anna Montana. Ah. Und die hat auch in irgendeiner MTV-Serie mitgespielt, in so einer kleineren. Und die macht halt auch so Vlog-mäßig immer in irgendwelchen nerdigen Badeanzügen. Okay, jetzt hast du mich. So eine Asiatin und hat halt immer so jetzt hab ich dich. Und die macht die Videos, also die ist gelernte Schauspielerin, glaube ich, auch. Und die macht das aber auch total super und ist immer extrem sympathisch und sollte viel mehr Abonnenten bekommen. Was die hat, macht die genau? Die macht halt auch so Vlogs über irgendwelche Alltags-Live-Geschichten, so, wenn man irgendwie, was sie machen würde, wenn sie Superpower hätte oder auch mal so Forever Alone. Wozu braucht eine Frau in einem Badeanzug Superkräfte? Aber du meintest, sie braucht viel mehr Abos? Wie viel hat die denn? Ich glaube, die hat, ich meine, die ist ja mit Ray William Johnson zusammen, der, glaube ich, ich weiß nicht, ob er immer noch der beste, der größte YouTuber auf der Welt ist. Dachte. Aber auf jeden Fall, mit dem macht sie ja auch ganz viel. Und ich glaube, die hat gerade so 300.000 oder 400.000. Geht doch gar nicht. Der muss doch nur einmal sagen, hier, guck mal meine Freundin im Badeanzug. Nö, irgendwie. Ja, genau, und Ryan Higger finde ich auch super. Das ist so auch einer der Top-YouTuber auf der Welt. Der ist, glaube ich, auf dem dritten Platz oder so. Auch ein Asiate, der sehr lustige Comedies macht. Der macht auch so Fruit Ninja Fail, hat er gemacht. Wo er sich, auch so ein Gutaussehender, ne? Wo er sich selbst dann auch mal hier oben irgendwo hingehauen hat mit dem Schwert und Blut. Gut. Ja, der doch, der sieht ganz gut aus. Blut. So, darf ich jetzt mal was zu den ernsten Themen sagen? Ja, apropos, ja. Jetzt hast du gerade auch apropos gesagt, apropos, übrigens. Habe ich es genau gehört. Hat sie es richtig gesagt? Apropos. Nee. Siehst du, weil ihr verarscht mich nämlich immer. Ja, weil ich einmal apropos gesagt habe in einem Off-Text. Aber seitdem, Maxi, dann sag mal den Satz zu Ende, dann kommen wir zum ernsten Thema. Nee, alles gut. Okay. Wir haben nämlich viele Kommentare oder sagen wir mal gemischte Gefühle als Reaktion auf unser letztes Fab Five bekommen, wo wir ja über die bizarrsten menschlichen Mutationen gesprochen haben. Haben viele gesagt, ja, was heißt viele? Also 10% Daumen runter ist schon für unsere Verhältnisse schon ziemlich abgewatscht. Und ich habe kommentiert wie ein Irrer. Du hast kommentiert wie ein Irrer, weil ich... Der findet es scheiße. Ja. Oh nein, der findet es gut, der findet es scheiße. Oh nein. Du erinnerst mich gerade an Golden Boy. Ja. Treten. Ja, da muss man auch dazu sagen, Maxi hatte auch, du meintest auch so vorab so, ja, weiß nicht, ob das, da müssen wir aufpassen, dass das nicht irgendwie... Dass das nicht falsch aufgenommen wird. Weil ja Fab Five gerne mal lustig ist, aber eben auch nicht nur. Ja. Und das war halt jetzt mal eine Folge, die nicht so lustig war, sondern halt immer, weil das war eben der Aufhänger. Die Parallele sollte ja zu Wolverine eben kommen und X-Men und der ganzen Geschichte. Wir wollten halt mal zeigen, ja, so Mutationen, das ist eben nicht nur so Science-Fiction und da können die Leute fliegen oder so, sondern es gibt wirklich, und es sind wirklich Mutationen, es sind nicht irgendwie Krankheiten. Natürlich werden die dann auch als Krankheit gerne gewertet, aber das kommt tatsächlich von Genen, die irgendwas machen, was sie nicht machen sollen. Und das lässt sich auch nachweisen, wie wird das weitervererbt. Irgendwer hatte auch geschrieben, ja, die armen Menschen, die können sich ja auch nicht fortpflanzen und dann ist das ja sowieso nochmal schmutziger. Nee, das ist tatsächlich halt eine man kann nachweisen, wenn hier der Mann hat es und die Frau hat es auch und bei ihr ruht das und dann kommen von 18 Kindern, hat eins diese Mutation eben. Und das fanden wir eben sehr interessant und es sollte auch nicht lustig sein, aber es finde das eben unheimlich faszinierend. Ja, also mir ist es auch nochmal wichtig, da nochmal dazu zu sagen, weil einige ja, einige mehr sachlich, einige weniger sachlich uns vorwarfen, wir würden A, durch
versuchen, durch Ekel zu unterhalten und B, wir würden uns über kranke Menschen lustig machen. Also das möchte ich hier nochmal ganz explizit verneinen. Also das war Sinn und Zweck des Ganzen, war eben mal ein bisschen über den Tellerrand zu schauen und das Ganze mal so aus einer anderen Perspektive zu sehen, eben mal nicht was Witziges zu machen. Natürlich, wir sind diese Assets ja auch gewohnt von Fab Five, ne, mit ulkiger Rakete, und wir hatten noch diesen TED-Ausschnitt drin. Aber das war nicht der Ansatz, da sich über irgendjemanden lustig zu machen oder dadurch Ekel zu unterhalten. Im Gegenteil, wir fanden das, wie vorhin schon sagte, sehr, sehr interessant. Es war aber auch interessant, eure Meinung dazu zu hören. Also viele haben sich ja auch, sagen wir mal, haben uns ja auch kritisiert, aber das halt in einem normalen Ton. Ja. Das haben wir dann auch so mitgenommen, auch auf Facebook. Genau. Das ist auch wertvoll für uns. Ja. Aber viele haben sich doch da sehr dran gestört und wurden dann schon sehr böse in ihren Kommentaren. Und das ist dann für uns auch so ein Stück weit neu. Und deswegen haben wir da versucht, das auch klarzustellen und möchten das jetzt auch hier eben nochmal fest. Ja, und ich finde, wenn man dann sagt, er versucht da mit Ekel zu unterhalten, dann muss man sich doch sehr fragen, was man denn für Maßstäbe an das Wort Ekel setzt. Weil die Leute, die wir da gezeigt haben, das sind halt Menschen. Ja, da kann man eben nicht sagen, die sind eklig. Ja, also eben, genau. Das Parasiten-Fab Five, das war, kann man sagen, das war eklig. Da waren eklige Sachen dabei. Die armen Tierchen. Aber das sind halt normale, in ihren Wahrscheinlichkeiten, also normal nicht im Herkunft, aber es sind halt Menschen, ja. Da kann man nicht sagen, die sind eklig. Nein, und es gab auch einen User, der hat sich dann über das Wort bizarr aufgeregt. Das wäre dann auch nicht so gut. Ja, aber finde ich jetzt auch nicht. Es ist nun mal einfach bizarr. Und bizarr ist ja jetzt nicht automatisch was Abwertendes. Oder nee. Bizarr ist halt einfach ein Synonym, ne, für außergewöhnlich oder ungewöhnlich. Ja, oder okay. Ne, also, und ungewöhnlich stand ja dann auch in der Beschreibung. Also, ja, genau. Da kam dann einfach der Journalist hervor, dass man eben ein Synonym benutzt, ja, und nicht, ja, das gleiche Wort verdoppelt. Ja. Genau. Ja. Und was auch öfters mal vorkam, war so, ja, ich verstehe nicht, wie passt das in euer Konzept? Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es auch gemerkt, aber wir haben ja bei jedem Punkt auch nochmal so einen Popkulturbezug hergestellt. Eben zum Beispiel diese Vielfingerigkeit, dass das ja in Gattaca zum Beispiel eben auch ein Thema ist. Oder dass das so weit verbreitet ist, dass es auch Stars gibt, die das eben schon haben. Oder der eine spanische Schauspieler, der seinen sehr dünnen, gelenkigen Körper benutzt, um damit eben in letztlich Horrorfilmen mitzuspielen. Also es hatte schon irgendwie alles auch einen Popkulturbezug, von daher. Ja, die Leute denken, unser Konzept ist viel enger eigentlich, als wir es uns zum Beispiel vorstellen. Abgesehen davon, dass manche auch denken, dass sie unser Konzept besser wissen als wir. Ja. Aber wir haben halt, sobald wir, wie gesagt, in dem Bereich Popkultur sind, und es ist ja alles, also auf digitaler Ebene, es ist unglaublich viel, und wir verstehen uns da ja auch, das muss man ja auch nochmal dazu sagen, eher mehr so als ein Sender, der verschiedene Formate hat und nicht so, wir machen nur Comedy oder wir machen halt nur Motorsportgeschichten und so weiter oder nur Kochsendungen. Ja. Wir bewegen uns halt in diesem Rahmen, und das muss man in dem Sinne halt auch nochmal sagen. Und ich finde, es hat unser Programm bereichert. Ich fand es sehr interessant, ich fand es gut. Aber wichtig ist natürlich, was ihr sagt und denkt. Also das solltet ihr auch inzwischen wissen, dass uns die Meinung von euch, die Meinung aus der Community immer sehr, sehr wichtig ist. Und dass wir immer versuchen, das auch zu beherzen und da einzulenken, wenn ihr sagt, nee, finden wir scheiße. Also schreibt uns das gerne nochmal in die Kommentare hier unter der Show. Gerne öfter mal sowas machen oder lieber ganz weglassen oder nur ab und zu mal einstreuen. Würde uns auf jeden Fall interessieren. Ja, so, dann schauen wir mal, kommt da noch was? Nein, da kommt nichts mehr. Da kommt nichts mehr. That's what she said. Jetzt kann ich endlich die Mango essen. Dieses That's what she said. Ja, was denn? Das kann ich ja auch nicht mehr hören. Warum? Das ist jetzt ausgelutscht. Das möchte ich jetzt nicht mehr hören. Dann lutschen wir jetzt. Wo kommt denn das eigentlich her, That's what she said? Wie heißt das nochmal? Wie heißt die Serie? Ihr wisst es. Ich weiß es gerade nicht. Es kommt wieder bei jedem zweiten Kommentar der Name der Serie. Ja. Ach, ist das The Office? Nee. Dieser Rattengesicht, egal. Ihr wisst es, schreibt es mir bitte unten rein, mir fällt es gerade nicht. Und in diesem Sinne, auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Tschüss, sagt die Mango.